Und damit, meine Piratenfreunde, sage ich herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. Ja. Sitzposition eingenommen, dann wollen wir mal eine Aufnahme starten. Wollen wir mal eine Aufnahme starten? So. Wir haben, wir waren halt auf ein Schiff gewesen. Und hatten eine Konfrontation gehabt. Wurden von dem Schiff, mehr oder weniger hat sich das Schiff, ist das Schiff in die Luft geflogen. Wir sind geändert auf einer Insel. Aber nicht nur wir, sondern ein seltsamer Mann, den wir zuvor gesehen haben, bevor das Schiff explodiert ist. Und dieser feine Herr meinte uns zu verfolgen. Also wir haben ihn verfolgt, weil er unbedingt nach Hannah wollte. Und als wir ihn halt als wir ihn gegenübertreten wollten, oh Mann, ich hab's heute nicht mit der Sprache, meinte er, auf uns zu schießen, auf uns loszugehen. Wir haben uns gewehrt, wir haben ihn getötet und haben einen Brief gefunden und wollten diesen Inhalt halt, den Inhalt des Beutels, den wir gefunden haben beim Toten, halt übergeben. Und sind mehr oder weniger in etwas reingeraten, was viel, viel größer scheint, als es ist. Nebenbei haben, by the way, haben wir halt die Klamotte des Übeltäters an uns gerissen. Halt mehr oder weniger der, der uns töten wollte. Wir fanden bis jetzt heraus, dass es ein Assassine ist. Das Logo ist auch schon vorhanden, aber das sieht man gerade irgendwie. Das kann man nicht. Jetzt habe ich genug geredet, wir starten die Mission. Auf unsere Piratenrepublik, Männer. Wir sind wohlhabend und frei und außer Reichweite von Königen, Pfaffen und Schuldeneintreibern. Fast 500 Mann bekennen sich inzwischen zur Küstenbruderschaft in Nassau. Das ist keine schlechte Zahl. Wahr. Doch mangelt es an Verteidigung. Sollte der König die Stadt angreifen, wird er uns überrennen. Dann lasst uns das Observatorium finden. Wenn es tut, was die Templer behaupten, werden wir unbesiegbar. Nicht das Gewäsch schon wieder. Camry, das sind doch nur Geschichten. Wir brauchen echte Verteidigung. Klaune Galeone, alle Kanonen auf eine Seite. Ein hübsches Schmuckstück für einen unserer Häfen. Es wird nicht einfach sein, eine spanische Galeone zu kapern. Hast du einen Sinn? Oh ja, Sir. Ich zeige sie euch. Ist ein Seelenverkäufer. Fett und lahm. Oh, das heißt nichts Gutes. Oh mein Gott. Die L. Arca del Maestro. Hast sie den Spaniern stibitzt, nicht wahr? Ei. Inmitten eines Hurrikans. Genau bevor die Silberflotte gegen die Küste gedrückt wurde. War die Fracht wirklich so wertvoll, wie alle sagen? Tausendmal mehr. Ich schätze, realen Wert von Millionen von Pfund ging an diesem Tag unter. Der Teufel liebt den Hurrikan. Vielleicht sollten wir dort einmal tauchen und schauen, was wir bergen können. In den Wracks zu tauchen wäre eine nette Abwechslung für uns. Und das ohne Händlern und dergleichen Gewalt antun zu müssen. Na. Oh ja, wir kommen wieder in ein hübsches Gebiet. Welch sanft. An dem mehr rot ist als alles andere. Und komischerweise finde ich das gut. Kreuzen wir die Säbel mit dem Militär. Und anderen, die sich uns in den Weg stellen. Jetzt ganz vorsichtig. Man weiß nie, was man darin finden wird. Wie durch ein Glas Milch zu blicken. Macht euch nicht ins Hemd, Ladies. Ich mach das.
Oh Gott, ist das anstrengend. Soll man denn hier ein Schiff finden? Da ist ein Schwimmer. Da. Verdächtig. Sehr verdächtig. Wir müssen ein Stückchen ran. Irgendwie gehen wir da ran. Mega. Da haben wir sie doch. Wow! Wow, krank! Krank! Stufe 60! Scheiße! Die kriegen wir niemals! Ich bin übelst niedrig. Ich habe so gut wie fast kein Leben. Das Schiff ist ein Monster. Seht, wie groß sie ist. Ei! Und Auge in Auge halten wir nicht lange durch. Hörst du mich, Kenway? Bleib auf Distanz. Wir schlagen zu, wenn die Zeit günstig ist. Im Schutze der Dunkelheit. Mal, dazu könnte es kommen. Wir gehen mal ein bisschen langsamer, dass wir nicht zu dicht dran gehen. Doch so, dass wir schön hinter ihr bleiben. Alles setzen und scharf zum Wind ausrichten! Das ist hier aber auch nicht. Ab in die Wand zum Heißbartsegeln! Ich hab zwar ein Fernglas, aber... Boah! Zu viel Schatten. Oh mein Gott! In die Wanden, alle Segel reffen! Jetzt müssen wir mit dem Schiff ran. Wir sind nämlich zu weit von der weg, definitiv. Witzig ist, dass sie keinen Ausguck nach hinten hat. Keiner interessiert sich, was hinter denen ist. Das ist so voll logisch. Ich guck doch erst recht, was hinter mir schippert. Ja, jetzt muss man links aufpassen. Wenn der sich umdreht, dann haben wir eine Arschkarte. Jetzt passen wir. Aufgeilen! Oh, 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 oh. Segel hoch, aufgeilen! Oh, 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 oh! Mehr Segel! Alle Segel! Meistsegel an die Schotten! Alter, war das knapp gerade. Ich versuche irgendwie hinter ihr zu schippern. Oh nein! Nein! Wir sind in der Zone, keine Zone! Wow, 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 wow! Oh, oh! Alter! Ich guck nur nach links unten. Ich schau nicht nach vorne. Boah. Das ist gar nicht so einfach hier. Ihr seht, er manövriert hier. Oh. Nein, 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 nein. Oh, Scheiße. Segelreffen raus aus der Böe! Das ist ja gar nicht so einfach hier. Ich darf nicht zu dicht ran, sonst sieht sie mich. Oh Gott, das wird da vorne wieder übelst knapp. Oh, 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 Segel treffen! Alter, Kräfte! Gib mir etwas Fahrt! Alter, ihr wisst nicht, wie meine Schötchen gerade sind. Alle Segel, sie verträgt das! Nein, groß und brav, Segel! Echt ernsthaft, die Rahn aus dem jetzt würde ich lieber irgendwie und die eine Horde von Gegnern verfolgen, statt einer riesigen, fetten Gallione. Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es! Ich muss gefühlt irgendwie nur so segeln. Ein alter Freund von dir? Ich würde ihn nicht Freund nennen. Aber wir machen das jetzt schon so lange, dass ich echten Respekt vor ihm habe. Mörser Zielgebiet. Oh, Scheiße. Wenn sie unter Mörser Beschuss liegen, zeigt ein Kreis auf dem Wasser das Zielgebiet an. Ein gelber Kreis warnt vor möglichen Treffern. Meiden Sie diese Gebiete. Sobald der Kreis rot wird, nehmen Sie Schaden. Gut.
Okay. Da, sie feuern mit Mörsern, Captain! Segel bergen! Bring die Hauptsegel in den Wind! Feuer! So, jetzt meine lieben Freunde. Bereit zu feiern, Sir! Mal gucken, ob wir das schaffen. Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Schießt! Feuer! Das reicht, Captain, ist keine Schikane! Bring jeden... Aua, 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 aua! Boah, haben die nur so eine Reichweite, Alter. Feuer! Ah! Mars und Topsegelberg! Volle Segel, Bewegung! Oh, oh. Feuer! Nein, ich will nicht flank anfangen mit dem fetten Ding liegen. Oh Gott, wir liegen gleich. Feuer! George Wayne, auf der Flucht, eingezogen im Schwanz. Das ist gut für uns. Dreckige Bastarde! Wir müssen uns sterben. Galeone und schicken. Auf Grund! Kopfsegel reffen! Feuer! Sturmboote. Feuer! Feuer! Bereit zu feiern, Sir! Feuer! 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 Da gehen sie unter! Gegner, Feuer! Runter auf den Grund! Feuer! 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 So, jetzt möchte ich aber langsam mal hier... Boah, ey, sag mal... Sind bereit, Sir! Feuer! Ah! Holt sie nieder! Feuer! Feuer! Runter auf den Grund! Runter auf den Grund! Da gehen sie! Boah, gar nicht so einfach. Die Spitze gerade ein bisschen. Segeln zu dieser Insel. Ich kenne sie. Eine natürliche Festung gehört einem Franzmann namens Ducasse. Julien Ducasse, der Templer? Der Name stimmt. Wusste nicht, dass er einen Titel hat. Ich kenne den Mann. Und wenn er mein Schiff sieht, kennt er es womöglich noch aus Havanna und fragt sich vielleicht, wer sie jetzt segelt. Das ist zu riskant. Und ich will die Galeone nicht verlieren. Lass uns nachdenken. Und vielleicht warten, bis es dunkler ist, bevor wir an Bord gehen. Mission beendet. Zwei Boote mit einer Breitseite versenken, Schiffe mit schweren Kugeln versenken. Hätte ich das gewusst, dass wir einer verdammten Galeone hinterher fahren, hätte ich eindeutig aufgerüstet. Na super. Ja, Jagdkanonen können wir verbessern, Rammsprung können wir verbessern. Und wir können uns sogar Mörser leisten. Meine Güte. Warum ist das gleich eigentlich aufgefallen? Touchpad, Touchpad, Touchpad. Touchpad. Wir suchen einen Zimmermeister. Ah, da ist ein Zimmermeister. Das heißt, wir machen da jetzt Schnellreise hin. Rüsten unser Schiff ein bisschen auf. Ha, ein bisschen. Ha. So viel wie geht. Und dann werden wir gucken, dass wir auch mal so ein bisschen piraterisch unterwegs sind. Und halt ein bisschen aufrüsten. Weil ich gehe lieber in Schiffsmission rein, wenn das Ding auch wirklich, also wenn das Schiff so wirklich was drauf hat. Und auch wirklich was aushält. Und ihr habt gesehen, so viel hält es ja dann auch nicht aus. Rumpfausbau. Wir brauchen Bretter, wir brauchen Holz, ganz dringend.
Grundkugeln, Stock in Grundkugeln. Schwere Kugeln. Und gleich ein bisschen mehr Schaden. Mannschaftshauptquartiere. Scheiße, das Geld reicht nicht. Ich glaube, wir können bestimmt was verkaufen. Dann hätte ich jetzt gesagt, wir verkaufen ein bisschen was und dann gucken wir nochmal. Zucker können wir verkaufen. Oh, den rum. Wir müssen den rum verkaufen. Schwere Kugeln richten verheerenden Schaden bei Gegnern an, allerdings nur auf kurze Distanz. Sehen Sie mit R zur Seite und drücken Sie R2, um zu schießen. So, jetzt haben wir die Jack Dorn mal ein bisschen stärker gemacht, dass ich auch mal ein bisschen mehr aussehe. El destino le sonría, Capitán. ¿Qué le trae por aquí, Capitán? Aber eigentlich war ich noch nicht fertig. Kaufen. Jack Dorn Upgrade. Rumpfausbau. Ja, es wird immer noch an Holz. Ich wollte aber gucken, ob wir die Mannschaftsquartiere erhöhen können, genau. Damit wir noch mehr kriegen. Mehr. Lager für schwere Kugeln. Ich glaube, ich hätte Munition auch noch besorgen müssen. Schwere Kugeln. Mehr Gegenstand erhalten. 12 von 20, das ist nicht gut. Wir brauchen definitiv mehr. Ich hätte doch gerade gesehen. Seguro que será provechoso. Wir haben ja hier noch ein paar Kisten zu looten. Oh, ein paar. Ein paar mehr Kisten zu looten. Wir gucken einfach mal, was wir jetzt hier noch schnell zusammensammeln kriegen. Zusammenkriegen. Und dann hätte ich gesagt, schauen wir noch mal. Ob wir noch ein bisschen Geld zusammenkriegen. 179. Okay, haben wir noch ein bisschen mehr. Wir haben da eine Flasche. Schatzkarten sind nicht schlecht. Ach nee. Ist eine, ein Manuskript ist das. Schiffe. El Dorado. Dokumente. Das bauen wir gerade. Halt, meine Hüte. Oh, Shanties. Also wenn ihr bisschen was lernen wollt, nebenbei hier noch ein bisschen singen lernen wollt, dann könnt ihr da ein bisschen nebenbei was machen. Jetzt werden hier die ganzen Menschen aufgezählt, die wir bis jetzt getroffen haben. Tänzerinnen, Seed Bonnet, Piraten, Bucania und Freibeuter, Laureano, Torres, Jay Ajala. Gestorben steht nicht mehr bei. Ha. Also es gibt hier, also Animus Datenbank ist echt viel. Also ja, das ein oder andere schon ziemlich geil. So, einmal hier hoch. Kurz gucken, wo hier noch diese zwei Schatzkisten sind. Da müssen wir. Scheint noch da hinten. Interessant. Also das heißt jetzt hier einmal hier rüber. Hier hin. Wap! Da hoch. Da hoch. Dann oben da hinten. Ist die. Oh, ein Huhn! Ich wünschte, ich wäre ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. Hier ist noch eine Kiste. Dann nehmen wir erst die und dann die oben. Schön, wenn man überall hochklettern kann, ey. Eine Zeit lang musste man genau hingucken, wo man hier hochklettern kann. Das war nicht einfach. Mensch.
holen wir uns die zwei Kisten hier hinten noch. Und dann müssen wir langsam Gemeinschaft haben hier. Über uns haben wir die Taverne. Da können wir natürlich auch Männer anheuern. Oh, wo ist denn jetzt die Kiste? Warte. Wir können natürlich jetzt eine kleine Klopperei anfangen, die Taverne frei machen und gucken, ob wir vielleicht ein paar Leute finden, die mitmachen möchten bei uns in der Crew. Wo ist denn hier die Kiste? Ach, da oben. So. Jetzt haben wir noch einen ganz Teil erobert. Ein ganz Teil erobert, ich bin so durch heute. Wir haben jetzt 1575. Ich glaube, damit können wir ein bisschen was anfangen, würde ich sagen. Dann gehen wir nochmal zurück. Kaufen noch ein bisschen was für unser hübsches Schifflein und dann mache ich auch erstmal wieder Cut. Ja, bei mir muss man. Ich höre mal auf, wenn es am schönsten ist. Muss ich ja, sonst werden die Folgen wieder zu lang. Und ich wollte, wenn möglich, unter 30 bleiben. Die eine oder andere Folge kann dann mal ein bisschen über 30 schreiten, aber das wollen wir ja nicht mehr möglich am Anfang schon. Yo, mein Friend. Wir müssen kaufen. Und zwar Munition. So, am Bast. Ich glaube nicht, dass wir die Jackdaw mit 1000 nochmal upgraden können. Doch, Stärke der Drehbarsen könnten wir. Feuerfässer, Mörser, Stärke der Harpunen möchte ich gerne mal machen. Weil ich gerne jagen gehe und zu verlockend jagen gehe. Und weil wir es halt zwischendurch mit brauchen. Oh ja. Wir müssen echt wirklich dringend. So, an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich sage bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed Black Flag. Und dann machen wir genau an dieser Stelle hier weiter. Liken nicht vergessen, hilft mir sehr, damit ich weiß, muss ich denn diese Folge nochmal ausbauen oder nicht. Und sie gefällt euch, dann bleibt alles so, wie es ist. Und ich mache genau so weiter. Wie gesagt, an dieser Stelle bedanke ich mich und beim nächsten Mal machen wir ein bisschen piraterisch was und erkunden zumindest auch mal hier ein bisschen was, beziehungsweise legen uns hier auch mal mit einem Fort einfach an, weil Geldgewinnmittel. Ja, wir müssen die Jackdaw upgraden, also brauchen wir das ganz dringend. Wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen, fürs Reinschauen. Lasst gerne ein Likechen, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Ein Däumchen ist ein Träumchen. Ha, gecovert. Oh, muss aufpassen, Urheberrecht. wie gesagt, bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed Black Flag. Und dann machen wir weiter.